Servus Leute, der vierte Teil des zweiten Spieltages steht an mit den vier Partien, die ihr hier seht. Ich hoffe, es gefällt euch. Gleich geht's los mit Belgien. Tippt auf jeden Fall gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt, wie gehen die Partien aus. Ja, mein Tippspiel momentan läuft für mich nicht ganz so gut, aber was soll's. Man kann nicht immer richtig liegen. Naja, ich liege eigentlich fast immer falsch. Naja, jetzt geht's los. Viel Spaß. Eine bittere Pleite musste Tunesien da hinnehmen. In der 91. Minute war es Harry Kane, der England noch in Führung bringen konnte. Belgien tat sich lange Zeit schwer gegen Panama. Hier sollte es von Beginn an gut losgehen. Kevin De Bruyne schon ein Freistoß gegen Panama aus ähnlicher Situation, ähnlich schwach drüber geschossen. Es war schon okay, aber um da den Torwart wirklich in Bedrängnis zu bringen, fehlte dann doch einiges. Tunesien spielte aber durchaus wieder aufmüpfig mit, wie schon gegen England, aber der erste Schuss war keine größere Herausforderung für Thibaut Courtois. Im zweiten Durchgang wurde Belgien dann noch zielstrebiger und gefährlicher. Lukaku auf Chadli und der mit dem 1:0. 59. Spielminute, der hatte noch so seine paar Minuten gegen Panama bekommen zum Ende hin. Und jetzt macht er dieses wunderbare Tor, eingewechselt und oben rechts rein. Da ist dann nichts mehr zu halten. Klasse Treffer für Belgien, natürlich wunderbar. Und auf der anderen Seite, aber fast im Gegenzug, der Ausgleich. Wieder Thibaut Courtois, ein sicherer Rückhalt. Musste schon ein paar Mal aufmerksam sein gegen Panama, hätte man wahrscheinlich so nicht erwartet. Aber er war auch hier wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und Belgien konnte dann sogar noch ein draufsetzen. Moussa Dembélé, 84. Spielminute, Torwartfehler, Kevin De Bruyne aus dem Halbfeld mit dem Freistoß und Moussa Dembélé steht aus 11 Metern genau richtig, köpft den Ball ins dann freistehende Tor zum 2:0 ein. Für Tunesien dürfte es das wieder gewesen sein, auch wenn sie sich gut verkauft haben in den beiden Spielen bislang. Und für Belgien dürfte es dann allem Anschein nach auch für die Qualifikation zur nächsten Runde sorgen. Klare Vorzeichen waren hier gesetzt, wie schon im ersten Spiel von Panama waren sie der krasse Außenseiter, konnten das 0:0 gegen Belgien aber bis zur ersten Halbzeit halten. Aber hier war es deutlich schwerer, denn England war von Beginn an zu 100% fokussiert und auch da. Aber auch Panama mal wieder munter nach vorne unterwegs. Torres mit dem Abschluss, aber nur aus der Distanz. Mehr kam dann auch nicht von dem Außenseiter aus Mittelamerika. Aber England weiterhin stärker und dann muss es eigentlich das 1:0 sein. Pinedo mit einer überragenden Parade hält er den Ball hier fest. Was für eine Tat. Rose muss den selbstverständlich über die Linie bringen. Machte er nicht und so stand es bis kurz vor der Pause 1:0 und dann macht Harry Kane sein drittes Tor im laufenden Wettbewerb. Doppelpack gegen Tunesien und auch jetzt macht er wieder den Führungstreffer. Das 1:0 und das 2:1 hatte er dort erzielt. Hier macht das 5 Minuten vor dem Pausenende wunderbar links rein, nicht zu halten für Pinedo, der nur hinterher schauen kann. Der zweite Durchgang wurde dann langweiliger. England hätte nochmal einen draufsetzen können, Harry Kane, aber auch das war zu harmlos. Der versuchte es, sonst war England weitestgehend verwaltend unterwegs und dann gab es tatsächlich nochmal die Möglichkeit zum Ausgleich. Perez ist das 85. Spielminute, aber dann auch weit vorbei. Und so gewinnt England mit 1:0. Souverän kann man am Ende schon durchaus so nennen. Panama verkauft sich wieder teuer, aber verliert auch und steht damit mit 0 Punkten nicht im Achtelfinale. Japan und Senegal konnten am ersten Spieltag beide überraschen. Mit 2:1 gewannen beide gegen Kolumbien bzw. gegen Polen. Diese Partie war sehr unterhaltsam, allerdings war Senegal erstmal besser in der Partie. Sadio Mané nach 5 Minuten mit dem ersten Abschluss verfehlte das Gehäuse noch relativ knapp, aber es war wie gesagt eine wirklich unterhaltsame Partie mit zwei gut aufgelegten Mannschaften. Dann Fehler hinten in der Abwehr. Okazaki erobert sich den Ball, 9. Spielminute muss er machen, komplett alleine vor dem freien Tor. Nur der Keeper war da, aber weit vorbei. 22. Minute, Japan weiterhin auf dem Weg nach vorne. Immer wieder mit Möglichkeiten. Diallo diesmal. 23. Minute,
komplett auf der Hut, ist in der kurzen Ecke, muss er auch sein, wertet zur Ecke ab, aus der resultiert denn nichts. Wir springen in den zweiten Durchgang, Senegal plötzlich frei durch und Diafra Sakho mit dem 1:0. Senegal schon gegen Polen sehr überzeugend, auch wenn da bei den Toren immer etwas Glück dabei war. Hier machen sie es ganz klasse, super gespielt, die Innenverteidigung von Japan steht nicht da, wo sie hingehört und dann steht es eben 1:0. Für Senegal. Japan versuchte das relativ schnell auszugleichen. Stunde gespielt. Makoto Hasebe, der Frankfurter, muss hier den Ausgleich machen. Aber wieder ist es Diallo, der eine tolle Parade an den Tag legt. Sensationelle Reaktion. Wehrt den Ball gerade noch so ab. Und so kam vor dem Schluss für 5 Minuten waren gar nicht mehr zu spielen. Nochmal Senegal. Ismail Azar mit der Entscheidung. 88. Spielminute. Wunderbarer Treffer, direkt unter die Latte gezimmert und von da ging der Ball dann über die Linie. Senegal startet also mit 2 Siegen in die Gruppenphase, ist damit so gut wie für die nächste Runde qualifiziert. Für Japan wird es am letzten Spieltag nochmal so richtig spannend. Sowohl Polen als auch Kolumbien konnten ihren Erwartungen nicht gerecht werden, besonders Polen um Lewandowski herum brachte fast gar nichts gegen Senegal aufs Feld. Hier hatten sie erstmal die bessere Anfangsphase. Nach einem Eckstoß wurde es mal gefährlich. Ospina gelang dann die Klärungsaktion aus dem Strafraum. Es war keine sonderlich unterhaltsame Partie. Wenn, dann kam mal was von Polen. Lewandowski mit der Vorlage auf Grosicki, aber auch das war viel zu harmlos. Kolumbien völlig schwach, völlig von der Rolle. Fragwürdig mit so einem doch eigentlich ordentlichen Kader. Sollte da definitiv mehr bei rausspringen, auch wenn Polen das nicht schlecht machte. Eine Stunde gespielt, es war eine Frage der Zeit, bis endlich das Tor für Polen fallen würde. Zielinski, aber auch der Abschluss dann letztendlich wiederum nicht stark genug. Hatte eigentlich viel Freiraum und dann zimmert er den 2-3 Meter über den Kasten. 66. Minute, dann mal ein Fehler. Cuadrado erobert sich den Ball, aber viel zu überhastet schließt er dann ab. Wojciech Szczęsny, der noch einen dicken Fehler im Spiel gegen Senegal drin hatte, parierte den Ball ohne größere Probleme. 10 Minuten noch zu gehen, wieder Cuadrado, wieder ein Fehler in der Hintermannschaft von Polen und wieder Szczęsny. Diesmal war es nicht ganz so einfach. Wenn der Ball besser geschossen wäre, hätte er eigentlich keine Chance, aber er ist da mit dem Fuß und verhindert das 1:0. Und nochmal Cuadrado, der musste hier 2-3 Dinger eigentlich machen, aber auch das führte zu nichts. Und so endet diese Partie mit 0:0. Beide Teams enttäuschen wieder so ein wenig und haben am letzten Spieltag dann eine riesige Aufgabe zu bewältigen. Das war die Prognose zum vierten Teil des zweiten Spieltages. Die kommenden Tage wird dann auch der dritte über die Bildschirme flackern. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten viel Spaß weiterhin bei der WM. Bis dann und ciao.